Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim FIFA 22 Karrieremodus mit dem Hamburger SV bei eurem Hansa-Fan. Und beim letzten Mal hatten wir also einen dramatischen Auftakt in die neue Saison in unserer wundervollen Karriere. 2:2 hieß es am Ende gegen Arminia Bielefeld nach 0:2 Rückstand und dem Ausgleichstreffer durch Sebastian Scholau in der 95. Minute in der Nachspielzeit. Habe ich so auch noch nicht erlebt, dass es so eine Eckenflut in einem Spiel am Ende gab. Wahnsinn, ich habe es ja auch am Ende glaube ich sogar uncut gelassen, denn da hätte es nichts mehr zu schneiden gegeben, auch wenn ich zwischenzeitlich sehr frustriert war, aufgrund dessen, wie es gelaufen ist. Aber es zeigt mal wieder immer noch unsere Schwierigkeitsstufe. Sie ist eigentlich völlig in Ordnung für uns, denn ja, es kommen immer wieder solche Überraschungen vor, wie eben beim letzten Mal gegen Bielefeld. Der Plan für heute auf jeden Fall. Es geht zu Hause gegen Hertha, dann geht es gegen Leipzig, dann Deadline Day und dann geht es auch schon wieder in eine Länderspielpause. Es geht gegen Russland, es geht gegen Italien. Nochmal so richtig harte Matches und dann, liebe Leute, geht's gegen den BVB. Die Bayern kommen auch schon bald wieder auswärts dran. Ich glaube, Dortmund zu Hause können wir uns vornehmen, als Einzelspiel komplett zu zeigen. Das ist, glaube ich, haben wir noch nicht gehabt, glaube ich, zu Hause gegen Dortmund. Das ist sehr interessant. Die Länderspiele machen wir, glaube ich, zusammen in die Deadline-Day-Folge, also am kommenden Sonntag halt. Und dann am kommenden Dienstag das Spiel gegen Dortmund, um mal den Vorausblick, die Vorschau auf die kommenden Folgen zu haben. Den Deadline-Day mache ich übrigens in eine eigene Folge mit rein, zusammen mit der Länderspielpause, um eventuell nochmal ein paar Vorschläge von euch mit reinnehmen zu können. Müssen wir mal gucken, ob wir noch was holen. Ist noch Potenzial vorhanden, um da noch was zu verbessern. Als Backup für unsere 6er-Position wurde übrigens Ron Schallenberg vorgeschlagen, spielt eigentlich bei Paderborn. Hier in unserer Karrieremodus ist er schon bei Werder Bremen. Ich habe ihn schon mal zur Scout-Liste hinzugefügt, aber Transfers zwischen Werder und dem HSV, wenn ihr immer kritisch beäugt, haut dazu mal eure Meinung in die Kommentare. Schallenberg wäre als Backup für die 6er-Position da. Ich muss mal schauen, wie stark er hier ist. Und jetzt haben wir doch tatsächlich ein kleines Problem. Die Freigabesumme für Nicolas Nathai wurde bezahlt von Brighton in Hove Albion aus der Premier League. 5,5 Millionen Euro liegt da diese magische Grenze. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Nathai natürlich absoluter Stammspieler und wenn der geht, müssen wir definitiv noch was tun für die 6er-Position. Das ist jetzt ganz, ganz bitter, dass das jetzt so kommt. Jetzt kommt aber der kleine entscheidende Punkt. Brighton spielt nicht mal in der Premier League, sondern nur in Anführungszeichen in der Championship in England, in der zweiten Liga. Klar, mit Geld umwerfen können die trotzdem. Fakt ist aber, wir können theoretisch versuchen, Nathai die Freigabesumme rauszuholen. Deswegen gehen wir jetzt mal in hartnäckige Verhandlungen rein, denn er hat bei uns die Möglichkeit, um Europacup mitzuspielen und dann wechselt er für mehr Geld nach England. Bringt ihn das wirklich weiter als möglicher dänischer Nationalspieler auch? Das ist die große Frage. Deswegen versuche ich da mal ein bisschen was zu drehen. Ja, und Nathai ist von allen Stammspielern tatsächlich der am, in Anführungszeichen, schlechteste bezahlte Spieler. Hat noch 2 Jahre Vertrag. Freigabesumme liegt unter dem aktuellen Marktwert. Ich denke, da können wir schon eine Gehaltsanpassung mit durchführen und eventuell den Vertrag vorzeitig um ein Jahr eventuell verlängern. Vielleicht auch eine höhere Ausstiegsklausel mitziehen. Fakt ist aber, der ist Stammspieler, den können wir nicht so einfach in die zweite englische Liga ziehen lassen. Und es hat geklappt. Mit einer Gehaltsverdopplung haben wir den Vertrag um Nicolas Nathai ordentlich verlängert. Wie gesagt, er ist ein Stammspieler, ist von denen am schlechtesten bezahlt gewesen und deswegen finde ich, ist es absolut in Ordnung, was wir ihnen anbieten konnten. Hat jetzt seinen Vertrag um 3 Jahre verlängert. Nathai bleibt uns erhalten. Und dann steht der zweite Spieltag ins Haus. Hertha ist aktuell letzter. Klar, Tabelle hat am ersten Spieltag noch keine Aussagekraft. Verloren jedoch 0:3 gegen Borussia Dortmund am ersten Spieltag. Und mit dieser Elf greifen wir an. Die einzige Veränderung jetzt zum letzten Spieltag ist, dass Oliver Steven für den verletzten Kevin Sesser in die Startformation rein rotiert. Ansonsten bleibt alles so wie gehabt. Die Leute bekommen noch eine Bewährungsprobe. Auch Choupo-Moting vorne wieder mit von der Partie. Auf der Bank nimmt Aaron Opoku Platz als Alternative für den Flügel. Hätte natürlich auch Chiborra mitnehmen können, aber heute nochmal Opoku. Eventuell, dass der sich nochmal präsentieren könnte bei Gelegenheit. Ansonsten haben wir ja, den Kader doch ordentlich beisammen. Nichtsdestotrotz natürlich noch ein bisschen klein, muss ich ehrlich sagen. Aber wir spielen ja nicht international, deswegen müssen wir nicht so viel rotieren. Verletzungspech war uns bislang auch nicht so hold. Deswegen alles gut. Aber müssen wir schauen. Natürlich kann das alles schief gehen nachher. Aber auch dann müssen wir halt reagieren. Das macht einen guten Manager aus. Auf geht's ins Spiel gegen Hertha. Erstmal Simulation. Ihr kennt das aus den vergangenen Saisons. Immer erst Simulation, um eventuell eingreifen zu können. Natürlich wollen wir möglichst den ersten Heimsieg der Saison gleich einfahren und zu Hause sowieso eine Macht werden. Das ist eigentlich ein ganz, ganz großes Ziel in dieser Saison.
Halbzeit im Volkspark. Ja, wir sehen es hier in der Statistik. 0 Schüsse, 0 Chancen, 38% Ballbesitz. Hertha, die spielbestimmendere Mannschaft, hat noch so ein bisschen die gefährlicheren Szenen vorne. Richtig dicke Chancen waren es aus meiner Sicht jetzt nicht, aber da muss was kommen. Und deswegen greifen wir ein im zweiten Durchgang. Und zack, mit der Flankenmöglichkeit, Choupo-Moting und das Tor! Da ist hier die erste Chance im zweiten Durchgang und Erik Maxim Choupo-Moting bei seiner Rückkehr an den Volkspark, in den Volkspark, mit dem Treffer nach toller Flanke von Matthias Honzak. Schön Doppelpass gespielt mit Ovejan dort auf Außen, viel Platz zum Flanken. Choupo-Moting wird allein gelassen dort vor den Verteidigern und mit einem wunderbaren Kopfballspiel überwindet er hier Torhüter Fabrizio. Ganz, ganz wichtig hier gleich früh im zweiten Durchgang zuzuschlagen und die erste Führung der Saison, meine Lieben. Und der ablösefreie Mann Choupo-Moting hat gleich mal zugeschlagen. Oh, Kittel, Honzak fängt den Ball ab von Fabrizio. Und Nathai an die Latte, Maß genommen und dann scheitert er da knapp. Schade, Riesenchance hier für den HSV. Oh, schön Doppelpass gespielt von Hertha und dann ist das Ding drin zum Ausgleich. Kurz nachdem wir hier die Chance hatten durch Nathai. Ah, ist das bitter. Übrigens die Hertha-Mannschaft kaum noch wiederzuerkennen. Da spielt tatsächlich ein Cuadrado mit. Und wer jetzt das Tor gemacht hat, weiß ich nicht. Einmal kurz Doppelpass gespielt. Und dann reingehauen. Ha, na gut, kompletten Knick war der nicht. Wer ist das? Weißmann sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Doppelwechsel jetzt noch beim HSV. Torschütze Choupo-Moting geht. Es kommt Kleindienst und Kajusté geht runter. Für ihn kommt Felix Sanders. Geht ein bisschen offensiver damit im Mittelfeld. Oh, Fernandes mit dem Patzer. Aber dann steht da Gold richtig, weil Toro Nariga dazu überhastet abschließt, Kontermöglichkeit über Kleindienst. Kittel. Immer noch Sonny Kittel. Flankenmöglichkeit. Langpfosten ist Honzak. Schlecht ausgespielt. So, Wechsel nochmal. Letzte 7 Minuten kommt Connor McLennan für Honzak in die Partie. Und Suat Serdar für Toru Nariga bei Hertha. Und da ist die Chance für Hertha und das Tor durch Suat Serdar. Gerade eben eingewechselt und der geht da irgendwie durch. Der ist nicht mal 10 Sekunden auf dem Feld und wir liegen hinten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann, ach, wie man auf so eine beschissene Wiederholung immer kommen kann. Ich verstehe es nicht. Mann, der drückt ihn doch bloß über die Linie. Mich hätte viel lieber das Abwehrfall interessiert. Der rutscht da irgendwie komplett durch. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Und der HSV ist aufgerückt. Weißmann völlig frei durch. Und er macht die Entscheidung in der Nachspielzeit. Unfassbar, wie wir das Spiel hier verlieren. Das gibt's ja gar nicht. Hertha im zweiten Durchgang eigentlich gar nicht mal so gut. Wir haben alles im Griff gehabt, vor allem nach der Führung. Und dann kriegst du hier 2 Tore in der Schlussphase. Einmal Serdar. Und jetzt dieses Konterding, alles aufgerückt. Weißmann durch. Und ey, wie kann man, EA, ehrlich, EA, wie kann man diese Dreckswiederholung da immer einbauen? Das ist der absolute Müll. Und damit ist die erste Niederlage der Saison besiegelt am zweiten Spieltag. 1:3. Daheim gegen Hertha BSC. Das war unterm Strich, vor allem im Durchgang 1, viel zu wenig vom HSV. Tja, irgendwie scheinen wir doch noch ein paar Verstärkungen zu brauchen. Vor allem brauchen wir wirklich noch einen Sechser, denn bis auf Nathai und Kajusté ist da eben einfach nichts. Wir brauchen mindestens noch einen dritten Mann da. Ansonsten weiß ich nicht, wo wir uns am besten noch verstärken könnten. Haut mal gerne in die Kommentare. So richtig zusammenlaufen tut es noch nicht. Hier haben wir auf jeden Fall wieder ein tolles Talent aus Bosnien. Eldar Delemovic ist vereinslos. Hat eine sehr gute Geschwindigkeit auf jeden Fall. Haut mal in die Kommentare, ob wir den holen sollen. Genauso auch immerhin noch wie unseren guten Felix Anderson für die Innenverteidigung. So, wir bekommen ein Leihangebot für Steffen Tigges. Absolut wichtig, denn aufgrund der Personalien Kleindienst und Choupo-Moting hat er im aktuellen System gar keine Chance mehr. Würde ich auf jeden Fall schon ans gerne verleihen, denn für ein Jahr.
auf jeden Fall. Nehmen wir es gerne an. Und jetzt kommt tatsächlich noch ein Angebot für Aaron Opoku rein von Basakşehir hier. 2,25 Millionen bieten sie marktwertgerecht. Nehme ich jetzt an. Auch da kommt bei uns einfach nicht mehr zum Zug, leider. Übrigens wollte ich jetzt die Nationalmannschaft nominieren. Es kam der Bildschirm jetzt nominieren zum Nationalmannschaftsbildschirm springen. Aber weil jetzt ein Angebot für Opoku kam, wurde ich zuerst ins Menü geleitet für die Angebotbearbeitung. Jetzt darf ich meinen Kader nicht mehr nominieren. Keine Ahnung, ist jetzt nach Saisonstart wieder komplett random Kader oder bleibt der Kader von vorhin? Das ist die große Frage. Ne, wie es aussieht, ist immerhin der Kader vom letzten Mal okay. Und da haben wir Ron Schallenberg. Wäre aus meiner Sicht als Backup für die Sechserposition richtig gut wie gemacht. Aber das Problem ist halt, er spielt bei Werder Bremen. Deswegen gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Tja, und Jerome Boateng ist nochmal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. Er kehrt zurück ins Team von Hansi Flick. Ich wollte gerade fast Jogi Löw sagen, ist noch Gewohnheit. Und Sonny Kittel natürlich auch weiterhin Nationalspieler bei uns. Steffen Tigges wird ausgeliehen nach Udine. Sehr gut, bekommt er Spielpraxis. So, mit dieser Elf probieren wir es gegen RB Leipzig. Es kommt Fabian Schäfer zu seinem Debüt auf der rechten Abwehrseite. Zander Kruse rückt auf die 6 neben Nathai. Kajusté bekommt eine kleine Pause. Denn er hat mir noch nicht ganz so gefallen in den ersten Spielen, ist aber kein Ding. Er kriegt erstmal eine kleine Pause. Zander Kruse hat mich bisher überzeugt in der Vorbereitung, sowohl als Rechtsverteidiger als auch auf der 6. Ich will die Defensive ein bisschen dichter haben. 3 Gegentore, beziehungsweise 5 Gegentore in 2 Spielen sind einfach zu viel. Natürlich hat Kajusté weiter die Möglichkeit, sich wieder reinzuspielen, aber erstmal probieren wir es mit dieser Variante. Steven auf rechts, weiterhin Honsack, Choupo-Moting aufgrund seines Tores mit dabei. Ansonsten schadet natürlich Tim Kleindienst mit den Hufen dahinter. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir in dieses Spiel reingehen. Auf geht's. Leipzig spiele ich komplett selbst. Wir haben ja eigentlich gute Erinnerungen an Leipzig. In der letzten Saison haben wir da unseren letzten Sieg eingefahren, beziehungsweise allgemein der letzte Bundesliga-Sieg war am 32. Spieltag gegen RB Leipzig der letzten Saison. Jetzt also wieder nach Leipzig. Am 3. Spieltag wird also auch wieder ein ganz, ganz hartes Rennen. Leipzig, by the way, 4 Punkte aus 2 Spielen geholt, ein Unentschieden, ein Sieg. Und so spielt Leipzig mit Gulaschi im Tor, dann Mukiele, Simakan in der Abwehr, Guardiol rechts, Adamson, Kunku auf der 6, Kostic, Olmo, dann im Mittelfeld, das ging alles zu schnell, Lo Celso auf rechts, Hermoso auf links, also und Kunku tatsächlich auf der 6. Position, wundert mich, Kostic haben sie neu geholt und Brobby vorne drin. Oh, Kittel schickt Nathai direkt weiter auf Choupo-Moting. Choupo-Moting findet den Ball immer noch mal. Das ist Steven, Oliver Steven im Strafraum. Steven, Tor! Was für ein schönes Ding! Der Schotte, der noch nicht für die schottische Nationalmannschaft nominiert wurde. Mit dem wichtigen 1-0 für den HSV nach nicht mal 7 Minuten. Ich dachte eigentlich, der Angriff ist schon vorbei, aber Choupo fängt den super ab. Steven läuft super in Position und lässt Gulaschi im Leipziger Tor. Keine Chance. Ja, Brobby probiert's. Zentral vor dem Tor, dann doch ein Stück vorbei. Oh, Zander Kruse. Wunderbarer Ball auf Erik Maxim. Choupo-Moting, der legt nochmal quer. Statt es alleine zu probieren, weil Honsack super mitgelaufen war, aber Chance dahin. Ja, gelb für Nathai. Früh in der Partie, Viertelstunde gerade mal gespielt. Da stellt Kostic super den Körper vor. Nathai rutscht ins Bein. Nicht brutal, aber natürlich von hinten gelb. Nathai wunderbar durchgespielt auf Oliver Steven. Gulaschi. Und die nächste gelbe Karte für Simakan. Nach taktischem Foul an Sonny Kittel. Da haben wir es, Ball ist weg. Kittel, ja, will er natürlich auch irgendwo haben. Aber klar, das Ding muss man ziehen. Unnötige Grätsche an der Mittellinie. Und gleich die nächste Karte für Nkunku, weil Nathai mal durchbricht. Also jetzt wird es langsam ruppig hier. Und die nächste gelbe, die sieht Jerome Boateng, weil er auch da zu spät kommt. 40. Minute. Ah, Karten ordentlich verteilt jetzt hier mittlerweile in Durchgang 1. Ansonsten, Leipzig hatte gerade noch eine richtig gute Möglichkeit, da kam ich noch nicht zu, das zu kommentieren. Das wurde ein bisschen eng, aber am Ende wurde es entschärft. Trotzdem Leipzig mit ordentlich Powerplay. Guten Pressing auf jeden Fall. Ja, wo wir bei gelben Karten sind, diesmal gibt es keine. Wahrscheinlich, weil Simakan schon vorbelastet ist. Ne, die 14 ist nicht Simakan. Nichtsdestotrotz geht er da von hinten in Boatengs Beine rein. Da muss man auch schon gelb geben, auch wenn es am gegnerischen 16er ist. Oh, und Heuer Fernandes doppelt zur Stelle. Also irgendwie kommen wir hier nicht mehr raus. Nathai jetzt auch zu kurz geschlagen. Boah, Halbzeit endlich. Wir gehen mit der Führung in die Pause.
Und die Chance für Leipzig, wieder ist euer Fernandes zur Stelle. Das ging alles ein bisschen zu einfach. Jetzt Olmo im Strafraum. Und jetzt gibt es noch nachträglich die gelbe Karte. Jetzt kriegt Adams die gelbe. Vorhin hat er sie nicht gekriegt. Jetzt ja. Ach, Foul an Sander Kruse da, um den Angriff zu unterbinden. Schade, dass es den Freistoß nicht gab. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Die Situation hier war es. Oh, die hat er sich redlich verdient. Ja, und nach einer knappen Stunde müssen wir Nicolas Nata rausnehmen. Ist gelb-rot vorbelastet. Eben gerade wieder ein Foul gezogen, wo es knapp den Platz gegeben hätte. Deswegen Kajus C natürlich rein. Kittel, wunderbarer Steckpass auf Choupo-Moting. Choupo-Moting mit dem 2-0. Wundervoller Konter des HSV. Leipzig drückt, HSV sticht. Sehr gut. Choupo-Moting wunderbar in Position gelaufen. Kostic hebt das Abseits auf, weil Steve ihn richtig rauszieht. Choupo-Moting hat alle Zeit und Platz der Welt. Und der 34-Jährige mit einer kalten Hundeschnauze vor Peter Gulaschi. Übrigens sah Olmo auch die gelbe Karte. Und Heuer Fernandes gegen eben jeden Dani Olmo mit einer Glanzparade. Heuer Fernandes heute wieder super drauf. Hier aus dem Stand, Vollspann genommen vom Spanier. Und Heuer Fernandes pariert. Oh, was für ein Fehler von Gvardiol. Die Chance für Matthias Honzak. Honzak gegen Gulaschi. Aber abgeblockt von Gulaschi. Abgewehrt wollte ich sagen. Ich dachte, Kittel kommt noch ran. Ach Mensch, Honzak, der hat schon so viele Chancen mal liegen lassen. Und jetzt hat Steven beim Konter ganz viel Wiese vor sich und die Möglichkeit. Aber die Kräfte gehen aus. Man merkt es Steven an. Die Flanke, die ist viel zu weit und ungenau. Aber Honzak hat ihn noch. Immer noch Matthias Honzak. Honzak lässt Gvardiol stehen. Honzak mit der nächsten Flankenmöglichkeit. Da ist Steven wieder in der Mitte. Choupo-Moting. Choupo-Moting! Ist der abgezockt. 3-0. Over and out für Red Bull. Bis auf das Ding von Honzak vorhin spielen wir das Ding hier sehr effektiv aus. Schöne Flanke, Steven kommt nicht ran. Choupo-Moting völlig allein gelassen. Natürlich muss es diese super geile Wiederholung wieder geben. Boah, aus 10 verschiedenen Kamerawinkeln nimmt er den denn doch direkt. Drittes Tor im dritten Spiel für Choupo-Moting. Da hat Kleindienst aktuell leider so ein bisschen das Nachsehen. Oh, das wird so gewesen sein. Leipzig kommt nicht mehr ran. McLennan nochmal mit dem Ball gewinnen. Eingewechselt worden für Steven. Da ist Conor McLennan mit Tempo nach Ballgewinn. Conor McLennan 4-0. Der Schotte macht Eigenwerbung. Und Leipzig fällt auseinander. Wunderbar rausgespielter Konter. Kittel schickt McLennan in die Spur. Und der will das Ding hier einfach selber machen. Bisher nur Kurzeinsätze in dieser Saison. Und diesen kann er jetzt einmal nutzen, um sich mehr zu empfehlen. Stark. Beide Schotten treffen heute. Und wieder 4 Tore gegen Rasenballsport Leipzig. Tja, das sieht doch gut aus. Und das beste Saisonspiel natürlich. Auch wenn Leipzig viel Druck ausgeübt hat, viele Chancen kreiert hat. Am Ende geht der Sieg natürlich absolut in Ordnung, wenn auch vielleicht 1-2 Tore zu hoch. Nichtsdestotrotz waren wir eben einfach effektiv. Wahnsinn, stark. Tja, unterm Strich war Leipzig vielleicht besser, aber wir waren eben einfach effektiver. Und damit ist der erste Saisonsieg endlich unter Dach und Fach am dritten Spieltag. Wunderbar, alles wieder drin. Nach zuerst, ja, schwächelnden Leistungen, jetzt gegen Leipzig doch eine super Teamleistung. Und die Sechserposition hat mir richtig gefallen. Also Zander Kruse, ey, Wahnsinn. Schäfer hinten rechts, Eike, glaube ich, Eiko Schäfer heißt er. Oder Eike Schäfer, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber hat eine unauffällige Partie gespielt. Mit der einen oder anderen Unsicherheit, aber klar, Bundesliga-Debüt, mein Gott, kann man ihm verzeihen. Der Junge ist 17 Jahre alt und hat noch ganz viel vor sich. Ansonsten, ja, wir sehen es, Deadline Day steht an. Leihangebot für Holm ist auch schon drin. Gucken uns alles beim nächsten Mal an mit Deadline Day und den beiden Länderspielen. Das war's für heute. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einen Daumen nach oben geben würdet für den Support. Lasst ein paar Kommentare da, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nichts verpassen wollt. Und daher, macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.